Willkommen zurück zu Let's Play World of Goo mit Gloim. Das letzte Level, was wir gemacht hatten, war Ode to the Bridge Builder. Und deshalb werden wir direkt zum nächsten Level weitergehen. Ich versuch's gar nicht erst vorzulesen. Wenn ihr es lesen könnt, herzlichen Glückwunsch, ich kann's nicht. Das erste Wort ist mir zu kompliziert. Das zweite heißt Pumping Station, aber den Rest kann ich nicht lesen. Also es ist irgendeine Pumpstation. Ist ja schon mal schön. Sieht, ist auch das letzte Level dieser Stage. Und dann sehen wir heute wahrscheinlich noch die zweite Stage. Auf geht's. It's a secret. Okay. Viel Wasser, viele grüne Goobälle. Und ein Sandpainter-Schild. The last of the Gooballs didn't seem to know that they were extremely delicious. Or about the nature of the smelly pit in which they found themselves. They said something about this being the last level of the first chapter. Whatever that means. Ja, the Sign Painter. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist das letzte Level für dieses Kapitel. Na, dieser. Erstmal ein bisschen stabilisieren, nach möglich. Mamma mia, sind das viele. Das ist ja abartigst. Jetzt. Bleib doch mal an einer Stelle stehen, du elendiges Teil. So, das sieht halbwegs stabilisiert aus. Jetzt bauen wir unten uns noch eine Stabilisierung hin. Denn wir müssen nach hier oben. Wenn wir jetzt einfach nach oben stapeln, wird das Teil wahrscheinlich nach unten wegklappen. Habe ich keinen Bock drauf. Also stabilisiere ich das hier erstmal ein bisschen mit einer breiten Stütze nach unten. Zack, 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 zack. 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 So, wenn wir jetzt nach oben bauen, dürfte es da eigentlich ganz gemütlich unten stehen bleiben. So, dort. Nein, nein, nicht umkippen. Umkippen ist pfui. Schnell hochbauen, bevor es ganz umkippt. Okay. So. Müssen wir es nur noch irgendwie schaffen, dass diese Zahlen oder diese komischen. Genau, Wollbilder uns hier hochziehen. Genau das hat ja eigentlich vor. So. Jetzt können wir nach und nach diese Konstruktion einreißen. Es verliert langsam seine Stabilität, das ist gut. Denn da oben die Zahnräder halten das schon. Weiter, weiter nach oben. Ja. Uiuiui. Das ist vielleicht mal verflucht knapp. Ich habe echt alle nach oben gekriegt. So, jetzt müssen wir oben eine Stabilisierung schaffen erstmal. So, das dürfte wohl reichen. Wunderbar, hält. Was haben wir hier? Wieder ein Sandpainter-Schild. They say this is the highest point of the entire island. As the sun rises, you can almost see forever. But I wonder what you might see if you floated a little higher. Floated a little higher. We'll meet again, the Sandpainter. Na dann. Zack. Fliegen wir doch mal höher. Lustige Augengubelle. So, da einer hin. Man sieht, die haben den gleichen Effekt wie Luftballongubelle. Sie führen dazu, dass das Teil anfängt zu schweben. Du auch noch. Du auch noch. Du. Und du. So, na also, aufwärts.
Wo hängst du? Ja, irgendwie will er nicht nach oben. Das ist jetzt doof. Ja. Dann sorgen wir mal dafür, dass ein bisschen das Gewicht weniger wird. Na also. Drei Gubelle müssten zurückgelassen werden. Hey, dafür haben wir 2 Milliarden gerettet. Gefühlte 2 Milliarden zumindest. Woohoo! From very high up and with some totally huge new eyes, the Goobots could see very far. In every direction they could see unexplored new islands, each crawling with undiscovered new species of goo. The gameplay possibilities would certainly be endless. The Goobots hoped a brave adventure would Yep. Da ist der Text einfach weg. Tut mir leid, ich konnte es nicht zu Ende vorlesen. Aber wir haben Chapter 2 freigeschaltet. Little Miss World of Goo. Ja, ja. Die kleine Miss World of Goo. Schupp. Dann spielen wir hier mal noch. Ich würde sagen, man sieht schon wieder. Gleiches Prinzip wie gerade eben. Wir müssen hier rüber und dann hier hoch. Hier ist das letzte Level. Miss World of Goo. Hübsch, nicht wahr? So, ich glaube, wir machen noch das erste Level der Stage. Und dann mache ich erstmal einen Schnitt. Draw. Auf geht's! Welcome back! Grüne Gubelle, Stacheln, Pipe, oh, weiße Gubelle. I'm back! And just in time! There's a drop of water dangling from that cliff. And I think it might be alive. Yuck! I'm not touching it! The long lost sign painter. Na dann. Diese Goos sind nochmal ganz speziell, sie brauchen nur einen einzigen anderen Goo, um sich verbinden zu können. Und so kann man hier dann sich seinen Wassertropfen basteln, nach unten zum Ozean, wo die grünen Goosbälle schwimmen. In dieser schwarzen Plörre. So, aufwachen grüne Goobälle. Wir müssen hier jetzt eine Brücke nach darüber bauen, wie es uns schon vermuten lässt. Und da wir dafür sorgen, dass die Konstruktion nicht zusammenbricht. Das heißt also, wir sollten nach Möglichkeit eine symmetrische Form bauen. Juhu! Das war's auch schon. Leichter als gedacht. So. Machen wir mal richtig schön hier. So, 19 Stück. Wunderbar. Continue. So. 1,5 Minuten. Wuhu. Ging schneller als gedacht. So. Da ich jetzt aber leider nicht weiß, wie viele Minuten Aufnahme ich schon habe, werde ich jetzt trotzdem einen Schnitt machen. Das nächste Level, was wir spielen werden, ist Fly Away Little Ones. Aber das erst im nächsten Video. Bis bald.